Ja, liebe Facebook-Freunde, ich möchte heute einmal das Thema behandeln, DVB-T-Abschaltung. Und dazu habe ich mir einen kompetenten Partner an die Seite geholt. Das ist der Herr Jürgen Müller, Geschäftsführer der EP Bodewitz hier in Grevenbuch-Elsen. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Und er kann mir einige Fragen beantworten und alles erklären rund um dieses Thema. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, Herr Stanjek, das ist ein heißes Thema. Warum, Herr Müller, ist das ein heißes Thema? Weil sehr viele Kunden durch widersprüchliche Medienberichte komplett verunsichert sind. Betrifft es sie überhaupt? Was müssen sie tun? Wie kann ich in Zukunft Fernsehen? Muss ich Geld dafür bezahlen? Alles das ist leider für viele Endverbraucher noch nicht ganz logisch. Und da ist gerade auch bei älteren Kunden eine große Verunsicherung. Ist in Kürze kein Fernsehen mehr möglich, was muss ich tun? Und dadurch haben wir auch sehr viele Anfragen bei sehr vielen Endkunden, die danach fragen, was ist zu tun am 29. März, wo das alte DVB-T abgeschaltet wird und durch das neue DVB-T HD2, also mit einer besseren Bildqualität und mehr Sendern, abgeschaltet wird. Was bedeutet das denn jetzt für den Kunden im Einzelnen? Muss ich mein altes Gerät wegschmeißen oder was kommt da auf den Konsumenten zu? Auch da gibt es leider sehr falsche Aussagen. Der Kunde muss überhaupt kein Fernsehen wegschmeißen, sondern er kann seinen alten Fernseher, selbst seinen Röhrenfernseher, mit einer zusätzlichen neuen Setup-Box ausstatten und kann dann die neuen Programme darüber gucken, ohne Probleme. Neue Fernseher wie Flachbildschirme, da gibt es auch Lösungen, dass man diesen Receiver hinten an den Flachbildschirm dran bauen kann. Da gibt es sehr schöne kleinere Lösungen. Ich darf das mal zeigen. Das sind solche kleinen Systeme, die einfach an die Rückwand des Fernsehers montiert werden, wo ein kleines Auge unter dem Fernseher montiert wird. Und dadurch kann man dann auch einen Fernseher, der an der Wand hängt, problemlos weiter nutzen. Für ältere Fernseher und auch für Kunden, die eine hervorragende Bedienung mit einem super Bild haben, gibt es eine Lösung der Firma Technisat, Testsieger der Stiftung Warentest. Hier gibt es Geräte, die einfach von der Bedienung und ein hervorragendes Bild, die gibt es denn als Beistellgerät, die man neben dem Fernseher stellt und man kann dann diese neuen Fernsehprogramme komplett darüber nutzen. Also wichtig für die Konsumenten, ich brauche nichts wegzuschmeißen, ich brauche nur etwas umzurüsten. Man muss was umrüsten, man muss was erweitern. Viele sind auch verunsichert, betrifft es mich überhaupt? Und die haben Kabelfernsehen oder Satellitenempfang. Da ist es auch, dass sie überhaupt nichts erstmal machen müssen, weil Satellitenempfang schon digital ist, komplett weitergeht. Im Kabelfernsehen gibt es auch eine Änderung, zwar nicht zu dem jetzigen Termin, sondern zum 20. Juni diesen Jahres, da schaltet unser Netzbetreiber Unity Media die alten analogen Fernsehsender ab und da gibt es denn nur noch den digitalen Empfang. Bei ganz alten Fernsehern ähnliches Thema, Zusatzbox und dann kann man auch da weiter gucken. Was ist denn mit den mobilen Geräten? Zum Beispiel viele Leute haben einen Campingwagen oder fahren in Urlaub, haben ein mobiles Gerät, wo DVB-T eingebaut ist. Kann das weiter benutzt werden oder was muss ich da machen? Also auch hier muss man denn einen Zusatz haben, einen Receiver, eine Setup-Box oder auch im PC-Bereich, viele nutzen es ja auch mit einem PC-Stick. Auch da gibt es diese Sticks jetzt, die man reinstecken kann in die USB-Buchse und darüber jetzt weiter Fernsehen gucken kann. Im Bereich der Antenne, viele haben ja so eine kleine Zimmerantenne im Wohnzimmer. Da ist nach unseren Erfahrungen der letzten Wochen im Testbetrieb keine Änderung der Antenne nötig, sondern man kann so einfach weitergucken. Was kommt denn an Kosten auf den einzelnen Konsumenten zu? Wie hoch sind die und was gibt es da für Möglichkeiten? Das ist ein großer Unterschied zu dem alten Thema, DVB-T. Früher musste man nur ein Zusatzgerät, eine Setup-Box haben und damit war es erledigt. Das ist heute auch so. Eine solche Box kostet zwischen 50 und 200 €. 200 €, das sind dann schon Systeme, die aufnehmen können, parallel aufnehmen können. Das Regelgerät liegt für den Normal-Endverbraucher, wie zum Beispiel so ein Gerät der Firma Technisat, Testsieger, bei ca. 100 €. Es gibt schon sehr gute Markeneinstiegsgeräte für unter 60 €, womit man alles gucken kann.
Der große Unterschied ist aber zu früher, man muss heute fürs Programm bezahlen. Öffentlich-rechtliche Sender, alles was ARD, ZDF und so weiter anbietet, ist kostenfrei. Das wird ja über die GZ-Gebühr abgedeckt. Die privaten Sender RTL, Sat1, Pro7, diese Sender sind in Zukunft die ganze Gruppe, das sind 20 Programme, nur noch gegen Entgelt zu haben. Das bedeutet, man muss 69 Euro im Jahr bezahlen für die Rechte, dass man diese Sender gucken kann. Wenn man heute einen Receiver kauft, der diese Funktion hat, die sogenannte Freenet-Funktion, ist es so, dass man sofort 3 Monate umsonst bekommt. Wenn man diesen Receiver bei der Freenet-Seite anmeldet, sogar noch 1 Monat zusätzlich, also theoretisch 4 Monate umsonst. Danach muss man dann einen Auflade-Voucher kaufen, zum Beispiel bei uns. Und man kann dann diesen Auflade-Voucher übers Internet oder über eine Telefonnummer, eine örtliche Telefonnummer hier in Köln, kann man die denn aufladen und dann wieder für ein Jahr gucken, bis das Gerät einem auffordert, wieder ein neues Aufladesystem zu kaufen. Jetzt haben Sie, Herr Müller, ein Fachgeschäft hier in Grevenbuch-Elsen. Viele Kunden kommen zu Ihnen, stellen Fragen. Was sind das für Fragen? Ist diese Beratung kostenlos? Nehmen Sie da Geld für? Wir nehmen natürlich für die Beratung bei uns im Geschäft keinerlei Kosten. Dafür sind wir ein Fachgeschäft, die denn den Kunden auch den bestmöglichen Service. Und das ist ja auch der Leitgedanke unserer Einkaufskooperation. Unser Service macht den Unterschied. Und diesen Service bieten wir natürlich kostenfrei bei uns im Geschäft. Herr Müller, was gibt es für Geräte? Was können Sie dazu sagen? Ja, zum Beispiel dieses Gerät der Firma Technisat. Ein Gerät mit einer sehr guten Bildqualität, exzellenter Bedienung, hervorragend, einfach zu bedienen. Fernbedienung, Testsieger, Stiftung Warentest geworden. Gibt es in 2 Ausführungen. Einmal das Standardgerät, was 95% der Kunden nutzen, und als etwas aufwendiges Gerät, wo Sie auch Aufnahmen mitmachen können. Das heißt, ich kann parallel die Sendung ansehen und auch parallel die Sendung aufnehmen. Also die Tagesschau aufzeichnen sowieso und im ZDF eine andere Sendung. Das ist genau so. Ist also dabei technisch problemlos. Dann haben ja viele Kunden auch einen Flachbildschirm. Dieser Flachbildschirm, der dann an der Wand zum Beispiel hängt, da ist so ein Gerät ein bisschen unpraktisch. Deswegen gibt es so kleine Lösungen. Diese kleinen Lösungen, die hinter dem Fernseher montiert werden, mit einem Empfängerauge, was wir unter dem Gerät kleben. Dadurch ist die Bedienung problemlos möglich, man sieht es nicht. Und man kann die neuen Programme voll schauen. Und die dritte Lösung ist heute bei den neuen Fernsehern. Ein neues Fernsehgerät, so wie dieses hier, hat die neue Technologie DVB-T2 eingebaut. Und wenn man da auch die privaten Sender schauen möchte, muss man ja dafür bezahlen. Freenet das Thema. Und dafür gibt es ein solches Einschubmodul, was man in den Fernseher reinschiebt. Mit diesem Modul ist dann diese Freenet-Funktion möglich. Der Kunde kann damit dann alles lösen. Dieses Modul ermöglicht dann die freien und die kostenpflichtigen Sender der privaten Gruppen. Ist bei 9 Fernsehern, die jetzt seit einem Dreivierteljahr am Markt sind. Leider ist ja der DVB-T-Standard in Deutschland ein anderer Standard als sonst in Europa und auch sehr kurzfristig in den Rahmenbedingungen festgelegt worden. Dadurch sind zum Beispiel sehr kleine Fernseher noch gar nicht in diesem Standard zu bekommen, erst in einer Größe ab dieser Größe 80 cm. Aber auch da wird das im Laufe dieses Jahres immer mehr werden, dass man auch kleine Fernseher, so wie jetzt ja schon die ganzen Sticks für Laptops kommen, da ist der Trend sehr schnell. Herr Müller, jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, es gibt auch viele eine Negativseite, was mit der Umstellung zu tun hat. Was haben Sie da gehört, beziehungsweise was können Sie uns dazu sagen? Ja, wir werden also seit gut 14 Tagen von ganz aufgeregten Kunden angerufen, die uns immer das Gleiche berichten, dass sie angerufen werden oder es stehen auf einmal Menschen bei ihnen vor der Tür, die denen dann erzählen, sie müssen jetzt hier den Anschluss prüfen und auch wegen der Umstellung. Sie müssen Steckdosen prüfen, ob die digital wären, was alles leider Unsinn ist. Die Kabelanschlüsse sind digital zu 99%, also da muss nichts getauscht, getan, gemessen werden. Die da kommen, haben auch gar nicht die technischen Mittel, das zu machen. Das ist
eine extreme Verunsicherung, gerade bei älteren Kunden, die damit überhaupt nicht umgehen können. Und wir erfahren, dass diese Kunden, die sowas denn erzählt kriegen, in den letzten Wochen extrem zugenommen hat. Viele auch im Bereich von anderen Telekommunikationsanbietern, die ja denn auch teilweise schon Schreiben rundgeschickt haben, die einem amtlichen Schreiben sehr ähnlich waren und auch damit eine Verunsicherung wieder der Nutzer geführt hat. Und deswegen gerne, wenn solche Sachen passieren, rufen Sie uns an. Wir wissen, was draußen passiert und können dann gerne dem Menschen helfen und unseren Rat geben. Wie immer alles natürlich kostenfrei für Kunden und für Nutzer, bevor man sich da irgendwo auf einen Vertrag einlässt, den man gar nicht braucht. Sie haben es gerade angesprochen, die Telefonnummer. Wo findet man Sie, Herr Müller? Ja, uns findet man in Grevenbruch-Elsen auf der Königstraße. Sehr einfach zu finden, von der Reiterstraße ist das eine Querstraße. Das Geschäft, die Firma Bodewitz, gibt es seit über 60 Jahren hier in Elsen und an dem Standort, wo wir jetzt sind, gibt es dieses Geschäft seit fast 30 Jahren schon. Und wir beschäftigen uns seit der Zeit mit den ganzen Themen der Unterhaltungselektronik, Fernsehen, HiFi und auch seit 3 Jahren mit dem Service von und Verkauf von weißen Geräten, also Waschmaschinen, Trocknern und dieser Thematik. Unser Schwerpunkt war immer schon das Thema Service. Wir sind ein Unternehmen mit 3 Fernsehtechnikermeister, mit mehreren Angestellten, die den Service vor Ort machen und viele Kunden, die uns anrufen und auch Probleme haben, die wir dann schnell helfen können. Und auch das Thema DVB-T, wo wir schon mit Mitarbeitern uns abgestimmt haben, dass wir an den Umschalttagen 29. 30. März von morgens 8 Uhr, sobald die Umschaltung läuft, bis eben 19 Uhr den Kunden schnellstens helfen, damit sie auch dann wieder Fernsehen gucken können. Liebe FISPO-Freunde, ich hoffe, ihr habt eine umfangreiche Information bekommen. Es lohnt sich also, Fragen zu stellen, wenn man nicht zurechtkommt. Herr Müller ist der kompetente Ansprechpartner. Ich kann das bestätigen. Meine Großeltern haben hier schon bei, früher hieß es ja Radio Bodewitz, schon Geräte gekauft. Der Service ist wirklich super. Und bevor man irgendwo im Internet bestellt und dann plötzlich dumm dasteht, lässt man sich lieber kompetent beraten. Das Gerät, was man für einen selber, also was man kaufen möchte und die anschließenden Sachen, die noch dazukommen, ist es besser, wenn man die richtige Beratung hat. Und dafür lohnt es sich schon alleine hier nach Elsen zu kommen und sich bei der Firma EP Bodewitz zu beraten. Beraten zu lassen, so, das war das richtige Stichwort. Ich bedanke mich, ich hoffe, ihr konntet da was mit anfangen mit den ganzen Informationen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.